Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Wir sind wieder in der Galerie unterwegs und ich habe von Flowerstone mich mit ihr einigen können auf Instagram, was wir jetzt machen, weil wir haben ja hier auch ein 30x30 Grundstück und sie hatte es Gott sei Dank in der vorigen Form noch als 40x20 Grundstück. Vielen, vielen Dank dafür und deswegen möchte ich es heute auch gleich zeigen, denn das ist ein Nationalpark eigentlich. Ich habe es jetzt als Wohnhaus eingestellt, denn wir könnten auch demnächst nämlich mal wieder gerne neue. Warte mal, benutzerdefinierte Inhalte. Neue Sims einziehen lassen. Und, na, wir haben ja hier auch noch eine süße Familie mit Kind. Und den Platz haben wir auch. Ich muss euch das nur leider, weil jetzt hier keiner wohnt und es ein Wohngrundstück ist, euch das heute ausnahmsweise einmal im Baumodus zeigen. Und zwar ist es das wundervolle Baumhaus der süßen Flowerstone. So sieht es hier gerade aus. Und ja, wir gucken uns erstmal hier unten den Garten an. Denn hier ist ein wundervoller Pool, der übergeht hier in den Brunnen. Oh, was hast du denn? Ein Alligator haben sie sogar zu Besuch. Guck mal, die haben hauseigenen Alligator. Das mit dem Esstisch und den Balken finde ich ja toll. Man sieht auch, dass das funktioniert. Da ist schon mal playtestet worden. Hier ist ein Buch. Hier können sie lesen und grillen. Guck mal, hier ist schon ein leckeres Essen vorbereitet worden. Das finde ich super. Auch diesen Strang hier mit dem Baum. Mega schön. Ich lieb's. Nun gehen wir mal eine Oktave weiter hoch. Das heißt, wenn wir mit Yuma, glaube ich, zu Besuch kommen, ist hier nämlich ein Kratzbaum und eine große Archäologenstation. Guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Und dann kannst du hier einfach schön ein bisschen sitzen. Und ein bisschen Kaffee trinken, ne? Und hast dabei noch eine richtig schöne Aussicht auf den Dschungel. Ganz hier Liebe wieder zum Detail hier mit drin. Und das ist ja auch eine interessante These. Mit dem Baum hier. Richtig gut. Na, als Stützpfeiler. Mega nice. Und jetzt kommen wir oben zum nächsten Wohnpart, denn hier oben ist alles schon für Säugling und Baby mit eingerichtet, für das es dann, wenn es doch noch mal weiteren Nachwuchs gibt, guck mal, hier ist sogar eine Schatztruhe. Das heißt, sie finden auch noch jeden Tag einen Schatz. Oh mein Gott, ist diese Ecke hier niedlich für die Tiere. Richtig süß. So, nun gehen wir hier als nächstes weiter. Wir haben hier ein mega tolles Podest gebaut, wo es zu der Badewanne geht. Finde ich ja richtig cool, die Idee. Das Badezimmer ist richtig schön. Auch hier eine wundervolle Küche. Auch total in dem Stil Dschungel. Ich liebe es richtig. Auch hier die ganzen Postkarten, die scheinen sehr beliebt zu sein, die Süßen, die hier einziehen. Und hier geht das nächste Podest hoch ins Elternschlafzimmer, ne? So schön. Ein riesiger Flur ist hier noch eingerichtet. Hier geht es ins große, große Wohnzimmer. Oh, und die Farben, ne? Ich bin schwer begeistert. Vielen, vielen Dank für dieses grandiose. Oh, wie hast du das denn gebaut? Das hier, ist das ein ganzer Schrank? Ei, ich habe gedacht, oh, aber auch toll. Sehr, sehr toll. Und die ganzen Auszeichnungen. Und guckt mal, Leute, hier haben wir das süße, süße Kinderschlafzimmer. Und ich lieb's. Es ist so schön geworden. So, so klasse. Also, wenn ihr das Ganze auch haben möchtet, schaut gerne unter dem Hashtag Annies Reise vorbei. Da findet ihr dann Flowerstone 73 und Belomisia Ausgangspunkt heißt das Grundstück dann an dieser Stelle. Ihr könnt aber auch einfach bei ihr mal ein bisschen Liebe in der Galerie lassen. Ich folge ihr zum 3000. Mal, glaube ich. Ich glaube, gefühlt mache ich ständig hier irgendwelche Herzchen. Sie hat viele, viele andere tolle Grundstücke noch gebaut, Zimmer gebaut. Schaut gerne mal vorbei. Ich scroll hier mal einmal wie wild durch ihren Katalog. Dort werdet ihr sicherlich fündig für euch und eure Sims. Und ja, wir machen jetzt zum x-ten Mal überall Herzchen ran, wo ich schon gewesen bin. Das Architektenhaus haben wir auch schon gezeigt. Die Süßen haben wir auch schon gezeigt. Das haben wir auch schon gezeigt. Das ist so großartig im Moment mit der Spacko-Galerie.
Aber ich weiß ja, dass ich nicht die Einzige bin gerade mit diesem Problem. Mal werden meine Follower angezeigt, mal nicht. Mal heiße ich Anonymous, mal heiße ich Firebay. Es ist einfach ja großartig. So, das hatten wir auch schon. Das haben wir auch schon gehabt. Hier unten waren wir jetzt. Red Eyes Krankenhaus haben wir gehabt. Zum x-ten Mal zum Herzen hier. Aggie haben wir schon gehabt. Von Nini haben wir diese süßen Sims schon gehabt. Und wenn es jetzt nächstes Mal wieder so ist, dann herze ich jetzt nicht alles nach. Jetzt gebe ich langsam dann auf nach 3 Wochen. Ich hoffe, EA kriegt es irgendwann nochmal hin. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der bisher schon mitgemacht hat. Ihr könnt gerne unter dem Hashtag Annis Reise eure Sims und auch eure Gebäude mit hochladen. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, über das, was kommt. Und ja, die ganze Welt von Anni ist nämlich noch frei für eure Sims und eure Gebäude. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Feier im Herzen.